Schwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturmzeitlauf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet... empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Was ein krasses Video, wa? Tja, dann sind wir jetzt mal gespannt, was denn unser alter Freund Zeratul so zu erzählen hat. Shosak Moknul, wir dürfen nicht zagen. Das ist klar, dass er überleben muss. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Ja, ich bin getarnt, das ist schön. Dieser Abgrund ist gewaltig.
Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. So, es gibt Zergforschung, habe ich gehört. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht? Achso. Achso, das sieht er jetzt nicht. Ach, schade. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde einen Weg finden. So. Keine Basis, kein gar nichts. Wir würden hier einfach ein bisschen weggehen. In Arudin Rashagal. Euch. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Na dann, mach mal. Rashagal. Die Ehre gebietet es. So, ich mache einfach mal alles platt hier. Sagen, ich werde einen Weg finden. Ach, da komme ich her. Euch gehört meine Ergebenheit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre den Dalai-Lam. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Euch gehört meine Ergebenheit. Sehr schön, jetzt kommt er. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Feigling. Die Ehre gibt es. In Arudin. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Ich werde einen. Tja, als so getarnte Einheit, da ist es eigentlich schon relativ easy, ne? Ist das einfach, ja. Euch gehört meine Ergebnisse. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Alles gut. Ah, Protosforschung. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Na, ich hoffe doch. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese Dalai-Lam. So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Sehr schön, was hat die denn für welche? Hetzer. Ihr könnt auch. Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Was finde ich auch. Die Ehre gebietet. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Welche Verteidigung denn? So, jetzt könnt ihr ihn hier platt machen. Ich bringe Weisheit in ein. Wir sind eins. Shosak Mokn. Schwer wiegt meine Bürde. So, wo ist. Da ist der komische Fuzzi. In Arudin Rashagal. Oh nein, was machst du denn? Nicht sagen. Zum Glück hat er so ein Schild. Euch sprecht ihr mich an? Die Prophezeiung weist uns den Weg. So, Schilder sind eigentlich fast schwer wiegt meine Bürde. Ich werde einen Weg finden. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Sag Moknu, ich suche den Pfad der Erlösung.
Okay, wie machen wir das? Also der muss zuerst dran glauben. Euch gehört meine Ergebenheit. Die Ehre gebietet es. Ich werde einen Weg finden. Was ist euer Begehr? Ganz wie ihr wünscht. Okay, wir können es wieder auch sehen. Ich bringe Weisheit. Da kommt er nicht hin. Ihr seid auf mich angewiesen. Sprecht ihr mich an? Naja, mit dem bisschen Schwund ist immer zu rechnen, ne? Ich bin das Herz der Finsternis. Was soll ich denn jetzt hin? Ach, hier. Shosak Moknul. Jawohl. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich werde meine Bestimmung Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Sag Moknul. In Augen nicht zart. Die Prophezeiung weist uns den Weg. So, jetzt haben wir natürlich ganz schön gelitten, verdammt. Schwer wiegt meine Bürde. In Arudin Rashagal. Guck mal hier. Die Ehre gebietet. Ich bin die Stimme. Sprecht ihr mich an? Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Den Dain. Was ist euer Begehr? Ach, du schießt gleich nur bis runter, das ist ja auch nett. Shosak Moknul. So, wenn er weg ist. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde einen Weg finden. So. Oh. In Arudin Rashagal. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das war's. In Arudin Rashagal. So, die können sich jetzt mal um den hier kümmern. Und dann können wir die Basis hier endlich mal platt machen. Zeitforschung, sehr schön. Ich bringe Weisheit in einer Zeit. Schwer wiegt meine Bürde. Da haben wir das zweite. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Sprecht ihr. So. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Alles gut, kriegen wir hin. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Die Ehre gebietet es. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ihr seid auf mich angewiesen. Suche Erster Posten ausgeschalten. Ich suche den Pfad der. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer,
erledigt sie aus der Entfernung. Eins, gut. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ich bringe Weisheit. Natürlich jetzt uncool. Kalt ist die Schosak Moknul. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich bin das Herz. Schwer wiegt meine Bürde. So, dann schauen wir nach unten, ob da noch eine Basis ist. Wir sind ein. Ich suche den Pfad der Erlösung. Jawohl. Diese Brutstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Wie weit fliegt er? Nicht weit. Die Ehre gebietet es. So, schnell das Ding hier platt machen. Okay. Sehr schön. Zweite Zwergforschung. Ach, jetzt. Das ist euer Begehr. Schosak Moknul. So, er macht die hier noch platt, damit auch nichts mehr nachkommt. In Arudin. Und dann gehen wir weiter. Sprecht ihr mich an? Schwer wiegt meine Bürde. Oh nein, 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 nein. Ihr seid auf mich angewiesen. Sprecht ihr mich an? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Stachelkrabbler, tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde einen Weg finden. Komm, hau ab. Ehre den Dalai. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich bin die Stimme. Ich lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich suche den Kal. Schosak Moknul. Wir dürfen nicht zagen. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. In Arudin Rashagal. In Arudin Rashagal. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Schwer jetzt meine Bürde. Wir sind eins mit den Schatten. Ich kann ich den dann auch steuern? Ich bringe Weisheit. Wenn er hier zu Besuch kommt. Schosak Moknul. So. Euch gehört man. Ich suche den Pfad der Erlösung. Es gibt noch eine Brutstätte irgendwo. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Kentaro Tassada, Prelat Zeratu. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Kann ich jetzt alle steuern? Nee. Was ist da wirklich? Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Hey, ich bin unterwegs. Wir dürfen nicht zagen. Zeratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Ja, kann ich. Schosak Moknul. Das ist auch hier ein Templer, wieso macht man hier keinen Tritzel? Wow, ein Liebeskanal.
Vernichte diese Nidus-Würmer, sonst werden die Zerkons mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Seratun hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor! Es gibt leider nichts mehr zum Vorrücken. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Was abklingt? Achso. Jetzt ist er tot. Ich suche den Pfad der Erlösung. Oh, nicht schön. Ich dachte eigentlich, ich krieg den mit durch. In einer Zeit des Chaos. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Zeratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Upsi. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Euch dann fliehen wir. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Die Ehre gebietet es. Warte mal. Hä? Ist er jetzt tot? Nee. Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Komm jetzt hier. Wo bist du denn? Da ist er. Was macht er denn da? Super. Klasse. Zeratul wurde getötet? Manu. Weil ich ihn nicht mehr gesehen habe, verdammt. Na, siehst du mal. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Ehre den Dalai in Arudin Rashadal. Noch Platz machen und weiter. Die Lehre gebietet es. Die Prophezeiung weist uns den Weg. In Arudin Rashadal. Ich werde einen Weg finden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Hallo? Geh doch da hoch. Macht er nicht. Abklingzeit. Nein, er war doch jetzt drin. Verdammt. Vielleicht sollte ich die Hetze einfach da lassen, hä? Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Ja, super, abklingt Zeit. Die Ehre gebietet es. Komm schneller. Euch über meine Ergebenheit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Meine Ergebenheit. In Arudin Rashadal. Ehre den Dalinam. Komm, mach hinne. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde einen Weg finden. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Ja, das war aber eine knappe Geschichte jetzt, ne? Eine Brutstätte hat gefehlt, verdammt. Naja, zweimal Zergforschung, dreimal Protusforschung. Ist noch okay, sag ich mal.
So. Zergtank. Gucken wir doch mal, was Neues da gibt. Die Zerg-Bioprobe hat eine Okular... Was? Hat ein Okularorgan entwickelt. Was kommt als nächstes? Arme? Es besteht eine grundlegende Dichotomie bei der Zergzellenreproduktion. Zelltyp A weist scheinbar zufällige Mutationen auf. Zelltyp B jagt und zerstört diese Mutation. Insofern handelt es sich um das Überleben des Stärkeren auf zellularer Ebene. Die erfolgreichen Mutationen gedeihen. Ich habe einen mikroskopischen Abstrich von der Probe entnommen, um eine elektrische Entladung, mit der ich schon eine Weile herumexperimentiere, zu testen. Meine Güte, was ist denn jetzt los hier? Die Resultate stimmen mich positiv. Ein interessanter Nebeneffekt. Die Zergmaterie entwickelt sich zu einem sehr dichten, aber flexiblen Material. Dieses Material könnte verwendet werden, um die Suprastruktur dieser alten Herkules-Klasse-Transporter zu verstärken, für die Swarn schon verzweifelt ein Einsatzfeld sucht. Ich wünschte, ich hätte genug Zeit, um sowohl das Entladungsfeld als auch die gehärtete Materie weiter zu untersuchen. Aber das bezweifle ich stark. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier rauskriegen. Achso, das ist einmal der Predator. Anti-Infanterie-Spezialeinheit mit Flächenangriff. Oder der Herkules. Massives Transportschiff kann seine Ladung beinahe augenblicklich abladen. Alter, da passt ja mal richtig was rein, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir den Herkules. So, jetzt brauchen wir da noch zweimal Protosforschung für die automatisierte Raffinerie. Und jetzt ist die Frage, ich schaue mal eben auf die Schiffsmesse. Oh, neue Sachen. Gut, dich zu sehen, Bruder. Ich... Warte mal. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst in der Geisterwelt, der Protoss. Er hat dir einen Kristall gegeben. Und damit siehst du, was er gesehen hat. Das geht dich nichts an. Scher dich aus meinem Kopf, Tosh. Wie du willst. Aber du solltest vorsichtig sein, wenn du auf die andere Seite siehst. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Sehr freundlich. Wie kam's, dass du so ein guter Kumpel von den Protoss geworden bist? Bei allem, was ich bisher über die gehört habe, bringen sie Terraner um, sobald sie sie sehen. Einige von ihnen schon. Aber es gibt auch welche, die selbst ihr Leben dafür geben würden, Leute wie uns zu beschützen. Ich habe ihnen im ersten Krieg dabei geholfen, ihre Heimatwelt gegen die Zerg zu verteidigen. Und ein zweites Mal, als Kerrigan mit dem Schwarm zurückgekommen ist. Loyalität ist ihnen heilig. Mann, Jimmy. Hört sich ja fast an, als würdest du sie mögen. Ich habe nicht erwartet, dass du das verstehst, Tychus. Wieso auch? Oh, Nachrichten. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Kronprinz Valerian. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Hoheit. Ich habe zu danken, Kate. Es freut mich, hier sein zu können. Lassen Sie mich gleich zu der Frage kommen, die alle am meisten beschäftigt. Gibt es derzeit jemanden Besonderen in Ihrem Leben? Wenn ich ehrlich sein soll, Kate, schwärme ich schon seit Jahren für Sie. Ach du meine Güte. Aber mal ganz im Ernst. In Anbetracht der Zerg-Inversion habe ich momentan wenig Zeit für derlei Dinge. Ich studiere unter General Warfield eingehend Militärtaktiken und meine spärliche Freizeit widme ich der Staatslehre. Es ist mein Ziel, der beste Imperator zu werden, den unser Volk sich wünschen kann. Sobald die Zeit dafür gekommen ist, natürlich. Na toll. Dann gibt es jetzt schon zwei von der Sorte. Wusste gar nicht, dass der einen Sohn hat. So, was hat er denn so zu erzählen? Wie lang war ich unten im Labor, Matt? Sie sind schon seit Stunden weg, Sir. Sind Sie die ganze Zeit über im Labor gewesen? Ich habe Zeratuls Kristall benutzt. Ich hätte schwören können, dass es nur ein paar Minuten waren. Das war so real. Zeratul war auf der Suche nach einer Prophezeiung der Xel'Naga über das Ende des Universums. Da ist noch mehr. Ich bin nur noch nicht so weit gekommen. Ah. So, haben wir eigentlich Kohle bekommen?
Leider nein. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüssikowski.